Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Casuality spielt EVE Online. Auch heute geht es hauptsächlich um Industrie und zwar um den angewandten Teil. Wer meine Videos regelmäßig verfolgt, erinnert sich vielleicht noch, dass ich vor knapp 2 Monaten meine erste Orca gebaut und getauft habe. Und das Ganze hatte zur Folge, dass mein Kontostand auf na, etwa 950 Millionen ISK gefallen ist. Jetzt, knapp 2 Monate später, bin ich bei etwa 2,1 Milliarden gelandet. Ich habe gerade vor der Aufnahme des Videos noch einiges an Geld wieder investiert. Und ja, 1,2 Milliarden in 2 Monaten, wenn man quasi nur einmal die Woche online ist, für 2-3 Stunden und deswegen das sehr lukrative Station Trading nicht wirklich betreiben kann, ist jetzt nicht so schlecht. Es würde natürlich nicht reichen, um den Account zu plexen. Aber ich wollte die Gelegenheit jetzt mal nutzen und einfach mal etwas detaillierter erzählen, was ich denn nun eigentlich gemacht habe. Ich hatte schon mal damit angefangen, mit den Sachen über Station Trading zu berichten, was ich da so getan habe. Aber diesen Aspekt möchte ich jetzt einfach mal weglassen, sondern mich auf die, Produktionsteile konzentrieren. Und was ich da nun gemacht habe. Von diesen 1,2 Milliarden, die ich in den 2 Monaten verdient habe, sind auch sicherlich einige 100 Millionen durch Planetary Interaction in die Kasse gekommen. Ich habe außerdem auch einige größere Gegenstände hergestellt, wie zum Beispiel einen Minmatar Control Tower, für den ich die ganzen P4 Unterkomponenten selbst hergestellt habe. Das war so ein Langzeitding. Aber das waren auch mal nochmal 120 Millionen oder 150. Das ist aber sicherlich nichts, was man gerne und alltäglich macht. Und ein paar Ladenhüter, wie zum Beispiel meine Capital-Komponenten, die ich auch schon ewig im Repertoire habe, die habe ich leider auch immer noch, also totes Kapital. Trotzdem muss da in der Zwischenzeit ja einiges passiert sein. Man hat ja auch gerade gesehen, es tickern Dinge herein. Jetzt hier gerade die beiden Rigs. Hier sieht man ein paar Investitionen, die ich heute getätigt habe. Und darüber wollte ich jetzt mal berichten, und zwar ganz konkret, also nicht immer nur so ein bisschen drumherum geredet, was habe ich gemacht, sondern auch die Items mal selbst benennen und auch mal ein paar genaue Zahlen dazu. Das soll jetzt keine Anregung sein, genau die Dinge nachzubauen. Das kann ich natürlich nicht verhindern, aber ich hoffe mal, dass jeder kreativ genug ist, aus den Tipps allein etwas für sich abzuleiten. Und deswegen geht es heute mal so ein bisschen um meine erfolgreichen und weniger erfolgreichen Bauten der letzten Wochen. Fangen wir mal ein Stück weiter vorne an. So ziemlich jeder, der Industrie betreibt, wird irgendwann mal mit Dingen wie Munition oder Drohnen beginnen, weil die Blueprints wenig kosten, schnell erforscht sind und man auch mit einer Venture schnell genug alle Materialien zusammengemeinert hat. Zumindest was die normale Munition und die Tech-1-Drohnen angeht, wird man da nicht viel Freude haben. Es gibt da nicht viel, was man profitabel produzieren kann, wenn überhaupt. Wenn man es denn tun sollte, sollte man auf jeden Fall sich nicht nur meinetwegen auf Antimatter-Charges beschränken, sondern eine größere Auswahl parat haben, denn die schwanken doch recht stark. Als ich zum Beispiel damit mit der ganzen Sache begonnen habe, habe ich Thorium-Charges hergestellt, weil die gerade sehr gut gingen und habe auch einiges davon mit gutem Profit verkauft. Und auf einmal waren die überhaupt nicht mehr gefragt, dann habe ich den Rest halt verschossen und mich geärgert, dass die zu dem Zeitpunkt dann gefragte Munition, dass ich da gerade den Blueprint nicht hatte. Also wenn man sich das antun will, in das Geschäft einzusteigen, sollte man von Anfang an gleich breiter aufgestellt forschen, damit man immer das produzieren kann, was man gerade braucht. Was die sonstigen Module angeht,
da empfiehlt es sich, da man ja nur Tech 1 und da auch die Standardvariante herstellen kann und keine Meta-Module, sich auf Gegenstände zu konzentrieren, wo es möglichst wenige bis gar keine Meta-Varianten gibt. Und da zum Beispiel denke ich an Dinge wie Scanning Equipment. Und zwar genau gesagt hier die Scanning Upgrades. Da gibt es zum Beispiel die das Acquisition Array, das Range Finding Array und das Pinpointing Array. Jeweils in Tech 1 und Tech 2, aber wie man sieht, keine Meta-Variante. Das heißt, man hat keine Konkurrenz durch Meta-Module, wenn man diese Dinge herstellt. Bei den ganzen Waffen ist es natürlich anders. Es ist anders zum Beispiel auch bei den Invulnerability Fields und so weiter, also in Verteidigungsgegenständen und bei zahllosen anderen. Da gibt es halt Meta-Varianten, die man eigentlich nur looten kann. Und die aber halt nun mal besser sind als die Variante, die man baut. Und damit interessieren sich viele Kunden halt eher für die Meta-Varianten. Und auch wenn sie dann nur indirekte Konkurrenz sind, hat man halt Probleme, die Dinger herzustellen und gewinnbringend zu verkaufen. Wenn man sich dann zum Beispiel das Range Finding Array mal anschaut und dann hier Informationen aufruft, findet man relativ schnell raus, 65.000 ISK kosten die Materialien bei einem völlig unerforschten Blueprint. Und wenn man nicht so blöd wäre, es wegzuklicken, könnte man sehen, dass man damit knapp 30.000 ISK pro Stück Gewinn macht oder 50%. Und das ist also ein gutes Einsteiger-Item. Klar, es sind nur 30.000 ISK pro Stück, aber kein großes Risiko, was den Materialeinsatz angeht oder ein überschaubares Risiko. Und 50% muss man halt mit anderen Items erstmal rausholen. Es werden auch genug davon verkauft, dass man damit sich die ersten Lorbeeren mal verdienen kann, bis man dann mehr Geld hat, was man investieren kann und dann zur nächsten Produktkategorie fortschreitet. Von diesen Dingern gibt es jetzt nicht allzu viele Items, wo es keine Konkurrenz gibt. So nennen wir dann zum Beispiel noch die Salvager. Da gibt es das nicht. Da gibt es nur Tech 1 und Tech 2 Variante. Da lohnt sich die Produktion aktuell allerdings nicht so besonders. Kann man aber mal im Augeblick behalten. Und auch bei den Weapon Upgrades, da gibt es durchaus Dinge, die interessant sind. Wie zum Beispiel hier der Missile Guidance Computer. Hier ist jetzt allerdings, wenn man sich das mal anschaut, was passiert. Da glaube ich, da ist jemand gerade fleißig dabei, den Markt zu manipulieren. Und versucht hier halt überdimensioniert, hat vermutlich die unteren Gebote alle aufgekauft und versucht dann das hier wieder teuer an den Mann zu bringen. Ich habe hier auch schon ein paar rumliegen, die ich dann hier noch gleich einstellen werde. Die habe ich für knapp 45.000 ISK das Stück an einem anderen Trap Hub gekauft und hierher schippern lassen. Ich brauche die allerdings auch noch später für etwas anderes. Das können wir jetzt gleich mal uns anschauen. Wenn wir hier Fastworks anschauen, aktuell würde, selbst wenn man auf Injita produziert, was ja bekanntermaßen sehr teuer ist, man unheimlichen Gewinn machen mit diesem Missile Guidance Computer. Und selbst wenn das Ding vollständig unerforscht wäre. Also schnell kaufen, bauen, einstellen, hoffen, dass dieser künstliche Preis noch eine Weile hält, wäre hier in dem Fall eine Möglichkeit. Ich werde auch einige der Dinger hier, die ich nicht mehr brauche, für meine anderen Zwecke sicherlich versuchen zu verkaufen. Ich habe das Ding erforscht, ich kann es auch so bauen zu einem günstigen Preis und mich dann selbst beliefern.
Auf den Missile Guidance Computer werden wir später noch zurückkommen. Gut, also von dieser Art Items gibt es nicht allzu viele, aber es gibt halt ein paar, die keine Konkurrenz zu fürchten haben durch Metamodule. Die bieten sich dann im Bereich der Modulproduktion an. Und da wir ja überall von Tech 1 reden, ist das halt auch für Alpha-Klone machbar. Bei den Schiffen, da hatte ich auch einige Videos zu gemacht, da ist es echt schwierig geworden, wie ich finde, seit die Maxalon-Preise explodiert sind, ist es kaum noch möglich, Schiffe gewinnbringend zu produzieren, jedenfalls nicht im Highsec. Bei der Cormorant und bei der Korax, den beiden Kaldari-Zerstörern, die ich in einem meiner Videos gezeigt habe, funktioniert es noch. Die sind noch im Gewinnbereich, allerdings nicht gewaltig hoch. Bei den meisten Fregatten oder auch anderen Schiffen, wie zum Beispiel der Vexor, die ich auch gern produziert habe, da verdient man mehr Geld, wenn man das Maxalon einfach direkt verkauft, was man minert, anstatt es dann noch in ein Schiff zu veredeln. Das ist relativ schade. Was teilweise noch interessant ist, sind im Bereich Schiffe dann die vielleicht etwas selteneren oder selten gebauten. Das sind dann oftmals Dinge wie Transportschiffe. Also zum Beispiel hier die Miasmos, die Kryos, die kann man einen guten Blueprint vorausgesetzt immer noch mit Gewinn herstellen, selbst auf Jita, was ja nicht schlecht ist, weil man sie wegen ihrer Größe halt schlecht von Planet zu Planet transportieren kann. Bei den Kaldari zum Beispiel auch die Tyra. Die habe ich jetzt vor dem Video mal gecheckt. Die wären aktuell mit einem guten Blueprint mit Gewinn herzustellen und die Blueprints selbst kosten jetzt auch nicht die Welt. Kann aber natürlich auch versuchen, hier voll erforschte Blueprint-Kopien zu kaufen. So habe ich es ja mit meinen anderen Schiffen auch gemacht, die ich hergestellt habe. Gut, dann kommen wir so langsam mal zu den Dingen, die mir selbst halt einen Großteil meines Geldes gebracht haben. Also in einige Items, die auch noch in die Kategorie von gerade fallen, also keine Meta-Varianten, das sind die Command Bursts, also sowohl Mining, Shield, Armor Command Burst, die fallen da jetzt alle drunter. Und ich produziere zum Beispiel von dem Mining Burst gerade welche nach, die hatte ich noch auf Lager. Bei diesen Gegenständen kann man teilweise auch Preisgefälle zwischen Jita, Amar und Dodixi ausnutzen. Also zum Beispiel ein Armor Command Burst. Wovon dem mal anders auf, weil ich ihn gerade nicht in Produktion habe. Kostet aktuell hier in Jita 1,3 Millionen, wenn man ihn verkauft. Ist für ein Item in Jita relativ wenig gefragt, aber immerhin. Wäre aktuell in Amar für 985.000 zu kaufen, in Dodixi für 1,1 Millionen. Das heißt, da könnte man zum Beispiel in Amar einen Schwung kaufen und mit knapp 30% Gewinn hier wieder verkaufen. Andersrum funktioniert es natürlich durchaus auch. Also die Shield Command Bursts, da kriegt man 200.000 bis 300.000 ISK mehr in Dodixi und Amar. Ich verkaufe sie trotzdem hier, weil man da nur so 5, 10, 20 pro Tag überhaupt gehandelt bekommt, also deutlich weniger als hier. Und wenn man die dann überhaupt verkauft, dann dauert es ziemlich lange. Dann, also jemand, der sich täglich einmal oder mehrmals einloggen kann, um seine Orders nachzuziehen, der wird die natürlich verkauft kriegen. Für mich sind solche Sachen halt schwierig. Deswegen lasse ich das. Gut, das ist jetzt der Nachtrag noch zu diesen Dingen. Kommen wir zu einer meiner Lieblingskategorien. Das sind dann wieder die Rigs. Da hatte ich jetzt auch schon ein eigenes Video zu gemacht. Reich durch Rigs ist nicht allzu lange her. Meiner Meinung nach sind die kleinen Rigs am besten geeignet. Denn erstens gehen die in relativ großen Stückzahlen über den Tisch. Zweitens brauchen sie nur relativ wenige Ausgangsmaterialien. Die Blueprints sind günstig und sind schnell erforscht. Und auch hier gibt es natürlich keine Meta-Variante. Es gibt zwar die Tech-2-Variante, aber kein Meta. Und die allgemein bekannten Vorteile von Rigs, man kann sie halt
nicht wie andere Module wieder rausfitten und weiter benutzen. Sie werden halt immer zerstört. Und deswegen klappt das also relativ gut, die Dinger nachzubauen. Das ist jetzt also zum Beispiel ein Tag 1 Rig. Die habe ich nicht selbst hergestellt, weil der Blueprint, den habe ich zwar, aber der ist gerade noch in der Erforschung. Die habe ich hier über den Markt gekauft. Also hier nutze ich im Moment gerade das Station Trading, also die entsprechend großen Unterschiede. Ich habe jetzt keine nachgekauft, weil ich ja, wie gesagt, demnächst selbst herstellen will. Wenn man sich dann die Infos dazu mal anschaut, dann sieht man, es kostet mich 59.000, das Ding herzustellen mit einer nicht erforscht, mit einem nicht erforschten Blueprint. Und dann bin ich sogar noch günstiger als hier der beste Verkaufspreis, Kaufpreis. Also macht Sinn, die Dinger herzustellen, sogar hier in Jita direkt. Und von der Sache gibt es halt noch einige weitere. Die man gut machen kann. Natürlich die ganzen Kampfrigs. Da bin ich jetzt allerdings nicht so der Experte drin, sage ich ganz ehrlich. Mal kurz überlegen. Mein Small Salvage Tackle, den hatte ich ja auch schon mal vorgestellt. Ist der hier mit drin? Den suche ich jetzt mal wieder. Egal, der ist im Moment nicht besonders profitabel, brauche ich nicht weiter vorstellen. Das war von ich halt langer Zeit anders. Aber zum Beispiel der Gravity Capacitor Upgrade 1. Da macht man nicht viel Gewinn, aber immerhin, man macht ihn. Die Algorithm Bank hatten wir ja gerade. Und dann sind auch in Tech 1 gut geeignet der Unique Field Projector und der Targeting System Subcontroller. Beide mit ordentlichen Stückzahlen und picken wir uns jetzt den mal raus. 127.000 kosten die Materialien beim unerforschten Blueprint. Macht man also über 100% Gewinn. Für ein einfaches von Alpha-Klon oder jedermann zu erstellendes Item. Gibt schlechteres. Gibt allerdings auch besseres. Und zwar Tech 2 Items. Und auch hier gilt letzten Endes dasselbe. Man sollte auch hier Gegenstände raussuchen, die nicht mit besonders guten Meta-Varianten der Tech 1 Version konkurrieren müssen. Oder die halt generell, die man halt hat, die man kennt. Und deswegen findet sich hier zum Beispiel ein Missile Guidance Computer 2. Den 1er habe ich ja gerade schon vorgestellt. Er ist gleichzeitig auch Baukomponente des Tech 2 Blueprints. Und bei dem aktuellen Preis macht es also durchaus Sinn, sich hier selbst zu versorgen. Deswegen habe ich ja auch die 250 Stück mir zugelegt ursprünglich. Ich wollte gar nicht diesen Preisunterschied ausnutzen. Das ist jetzt ein angenehmer Nebeneffekt, aber ich brauche das Ding halt auch, um den Guidance Computer 2 zu bauen. Und dann halt hier noch einiges anderes Zeug. Und wie man sieht, beim Material Einsatz von 11 Millionen, 7 Millionen oder 8 Millionen Profit. Das sind 80%. Wenn ich das hier noch berücksichtige, dass ich die Dinger nicht kaufen muss, dann bin ich sogar bei über 100% Gewinn an diesem Gerät. Bleiben wir jetzt nochmal bei den Tech 2s. Der Small Gravity Capacitor Upgrade, den hatte ich ja gerade schon mal vorgestellt. Wie man sieht, man macht hier nicht viel Gewinn, selbst wenn man 100 Stück herstellt,
gerade mal 1,2 Millionen. Das ist nicht die Welt, man muss die Dinger ja auch erstmal verkauft kriegen. Aber man braucht den Blueprint für sowieso, um davon Kopien herstellen zu können, die man dann wiederum für Invention braucht, um hier das deutlich profitablere Tech 2 Gegenstück bauen zu können. Wenn man hier zum Beispiel sieht, 10 Stück davon, Materialeinsatz 4,8 Millionen, Profit 10,8. Das sind also 200%. Oder ein bisschen mehr sogar. Das klingt doch schon mal schön. Und das ist es auch. Dasselbe habe ich dann auch noch mit anderen Gegenständen gemacht. Und die möchte ich dann jetzt gleich nochmal zeigen. Und zwar machen wir es mal so. Hier ist mein Missile Guidance Computer. Da habe ich gerade eine Invention-Runde abgeschlossen. Jeder davon bringt mir 10 Runs, das heißt insgesamt 60 von den Dingern stelle ich damit her. Die muss ich natürlich hier übrig behalten. Aber jetzt weiß ich auch, dass ich guten Gewissens, sagen wir mal, 100 schon mal verkaufen kann und versuchen kann, von diesem Preiswucher, der hier gerade läuft, zu profitieren. Ich glaube ja nicht, dass ich davon viele verkauft kriege. Aber da ich die Dinge ja sowieso brauche, tut es mir auch nicht weh, wenn ich bleibe nicht drauf sitzen. So, hier ist der angesprochene Small Gravity Capacitor Upgrade 2. Habe ich 1, 2, 3, 4 Stück von. Small Unique Field Projectors 2, Small Targeting System Subcontrollers wiederum 4, jeder davon bringt mir wiederum 10 Runs und dementsprechend viele Items. Bei der Geschichte ist dann jetzt noch zu beachten, dass ich lange Zeit ein wenig meine Produktionsskills vernachlässigt habe, also im Bereich Forschung hatte ich genügend Slots, aber wie man sieht, ich forsche jetzt gerade erst Mass Production 5, um mir den nächsten Produktionsslot zu eröffnen, habe mir auch Advanced Mass Production gerade für 20 Millionen gekauft und werde die hier gleich noch in die Skill Queue einreihen und damit müsste ich dann auf neuen Slots zur Produktion kommen, denn wenn man mal bedenkt, wie viel das hier an Produktionsslots immer noch frisst, dann ist dieses Upgrade jetzt höchste Zeit und eine gute Investition, um das Ganze schneller voranzubringen. Tech 2 Items sind ja immer so eine Wahrscheinlichkeitsgeschichte und dabei habe ich mir jetzt noch einige Sachen oder haben sich noch einige Sachen ergeben, was den Einsatz von Dekryptoren anbelangt. Und zwar bin ich dazu übergegangen, bei Gegenständen wie diesen Missile Guidance Computer, die von Haus aus 10 Runs bei einer erfolgreichen Invention bringen, gar keine Dekryptoren mehr einzusetzen. Und bei selber auch zum Beispiel hier bei den Drohnen. Da habe ich hier 3 Stück. Zu denen komme ich gleich. Da kommen immer 10 raus und da benutze ich einfach nur die Data Cores und das war's. Dazu gleich noch. Bei den Rigs kommen ja bekanntermaßen ohne Dekryptor nur einer raus und da benutze ich den Augmentation Dekryptor, um auf 10 Runs zu kommen. Die Art und Weise habe ich dann halt bessere, zwar weniger erfolgreiche Erforschungen, also die Erfolgschance 26,7%. Die erfolgreich sind, bringen mir aber viele Runs. Ich belaste meine Produktion nicht so arg und es ist unterm Strich durchaus noch profitabel. Um das jetzt mal zu belegen, habe ich mir einige Zahlen aufgeschrieben. Und zwar habe ich es immer so gemacht,
dass ich von diesen drei Rigs immer 10 Stück erforscht habe. Die brauchen alle die gleichen Data Cores, das ist also relativ einfach. Ich muss mir also von jeder Sorte hier 30 Stück kaufen und dann kann ich jeden von denen 10 Mal an den Start bringen. Dann habe ich für den ersten Versuch mir 30 Parity Decryptor geholt, die also eine deutlich erhöhte Erfolgschance geben, 2/3 und 3 zusätzliche Runs. 30 Parity Decryptoren haben zu dem Zeitpunkt 40 Millionen allein so gekostet, 1,3 Millionen pro Stück. Das sind schon mal Kosten upfront und dann noch ungefähr 6 Millionen für die 60 Data Cores, die ich brauchte. 46 Millionen erstmal Einsatz nur für die Forschung. Und wie viel Material man zum Produzieren letzten Endes braucht, hängt natürlich von den erfolgreichen Forschungsergebnissen ab. Das waren in dem Fall relativ viele, aber halt nur 4 Runs pro Stück. Parity Decryptor, hohe Erfolgswahrscheinlichkeit, aber nur 4 Runs, die am Ende dabei rauskommen. Gut, das zu produzieren hat auch eine Weile gedauert. Es waren quasi auf den Strich genau 100 Millionen Kosten, also für die Dekryptoren, für die Data Cores und für die Materialien, die man braucht, um die Tech-2-Dinger herzustellen. Und gebracht hat es ebenfalls fast genau auf den Strich 130 Millionen. Also 30 Millionen Gewinn, in dem Fall sehr leicht zu errechnen, 30%. Ein durchaus zufriedenstellendes Ergebnis. In der nächsten Testreihe habe ich dasselbe wieder gemacht, also wieder drei, jede Rig 10-mal erforscht. Diesmal mit dem Augmentation Decryptor. Der lag zu dem Zeitpunkt bei etwas über 800.000 ISK, das waren also 25. Und dann noch die Data Cores dazu, wieder 6 Millionen. Knapp 31 Millionen Materialkosten, das waren schon mal 15 Millionen weniger als vorher, die man also dann auch nicht reinholen muss. Dann muss man sagen, hat mich die Glücksfee geküsst. Also ich habe unwahrscheinlich viele erfolgreiche Runs gehabt. Also ich von dem einen 7, von dem anderen 5, von dem anderen 4. Und das bei einer Wahrscheinlichkeit von nur 26%. Dementsprechend hatte ich einen relativ hohen Bedarf an Material, 129 Millionen. Das heißt, ich insgesamt bei, oder noch ein bisschen mehr, knapp 170 Millionen Materialeinsatz hier war. Verkauft und habe ich die Dinge allerdings für insgesamt 366 Millionen. Das heißt, ich habe nur mit diesen erforschten Rigs, bei diesem zugegebenermaßen glücklichen Forschungsergebnis 200 Millionen verdient. Das Ganze habe ich jetzt gerade nochmal gemacht. Wieder mit denselben Dekryptoren und so weiter und so fort. Und wie man sehen kann, war es diesmal nicht ganz erfolgreich, von denen gab es nur 2, von denen gab es jeweils 4, was aber immer noch überhalb der Wahrscheinlichkeit ist. Das heißt, ich werde auch hier meinen Gewinn machen und dementsprechend muss ich mir jetzt ja noch die ganzen Materialien einkaufen. Gut, dann sieht man hier, habe ich 3 Drohnen im Angebot. Light Shield Maintenance Bots, Light Armor Maintenance Bots und die mittlere Kampfdrohne Praetor 2. Die habe ich vollständig ohne Dekryptoren erforscht. Es hat etwa 15 Millionen an Data Cores und so weiter gekostet, wenn man für die hier einige mehr braucht. Und mit den Baumaterialien 146 Millionen. Sollten die jetzt so verkauft werden, wie sie aktuell gerade drinstehen, werde ich damit 236 Millionen verdienen, also 90 Millionen Gewinn machen. Das mal so zu dem Thema Tech 2 und reelle Zahlen, die dahinter stecken können. Es lohnt sich also durchaus mal, dieses kleine Experiment einzugehen. Man wird nicht immer so viel Glück haben. Gut, dann hatte ich noch Tech-2-Komponenten hergestellt. Darüber hatte ich auch schon mal berichtet.
Auch das eine reine Omega-Tätigkeit. Da habe ich mir mal diese Liste gemacht, um zu sehen, was nun wirklich profitabel ist. Als ich angefangen habe, damit war hier fast alles dunkelgrün. Das heißt, ordentliche Gewinnspanne. Mittlerweile gibt es nur noch ein Item, was das erreicht, und zwei, die immer noch vernünftige Gewinne abwerfen. Hier muss man also, bevor man sich an die Produktion macht, wirklich immer den Markt checken. Es liegt halt an den Preisschwankungen der Produktionsmaterialien und auch am Verkaufswert natürlich. Das Ganze habe ich dann auch mal mit der Capital-Variante versucht, also den großen Items. Diese hier habe ich dann auch mal hergestellt und gewinnbringend verkauft. Auf den hier hänge ich immer noch fest. Der Grund dafür ist relativ einfach. Die kauft keine Sau. Das heißt, wer Tech 2 Capital Ships baut, macht anscheinend die gesamte Produktionskette lieber selbst und kauft die Materialien nicht. Das heißt, die Gewinne, die man sich hier über Fassworks und ähnliches ausrechnet, sind theoretische Werte. Jedenfalls ist das meine Erfahrung. Ich werde das Ganze nicht weiter verfolgen. Und dann gibt es natürlich noch, was ich ebenfalls unter Industrie rechne, die Verträge. Und da habe ich einige ganz gute Erfolge erzielt. Zum Beispiel habe ich hier das Blueprint Original noch nicht verkaufen können, aber die Kopien gehen teilweise für einen vernünftigen Preis über den Tisch. Der Torpedo Launcher One erzielt vernünftige Preise. Aber manch zum Teil habe ich dann auch tatsächlich die Blueprint-Originale für vernünftige Gewinne verticken können. Also hier kommen sicherlich auch nochmal 200 Millionen bestimmt locker zusammen, die mir das gebracht hat in den letzten Wochen und Monaten. Gut, ich hoffe, ich habe euch damit ein paar vernünftige Denkanstöße jetzt mal in ganz konkreter Art und Weise geben können und würde mich freuen, wenn ihr mir mal berichtet, ob auch ihr vernünftige Erfolge erzielen konntet. Wenn ihr das mit allen teilen wollt, schreibt es unter das Video. Wenn ihr es nur mir sagen wollt, schreibt mir eine Ingame-Mail. Ich freue mich auf jeden Fall. Okay, das soll es gewesen sein mit dieser Folge. Dann macht's mal gut und bis zum nächsten Mal, euer Casuality.